Und herzlich willkommen zur Folge 130. Ja, wir haben heute den 16.12. Jupp, schon Tag wieder nach dem nächsten Adventssonntag. Ist ja nicht mehr lange, dass wir schauen Weihnachten. Und zwar in 8 Tagen. Genau, in 8 Tagen. So, was ich ja beim letzten Mal angekündigt habe, dass wir jetzt mal ein bisschen hier weiterkommen. Sprich, das kann mal eben weg, das kann weg. Das hatte ich noch draußen Elektrum, glaube ich, rumliegen, was ich gerne anzapfen würde. Das ist nämlich fertig, super. Super, gibt es natürlich keine Erfahrungspunkte für. Warum auch? Ja, wir hatten beim letzten Mal das Problem mit dem Texture Pack, das wollte ich ja noch ändern. Werde ich vielleicht entweder dieses Jahr noch versuchen hinzubekommen oder nächstes Jahr, dass wir auf nächstes Jahr auf jeden Fall einen guten Start reinbekommen. Ich will hoffen, dass auf FeeToBeast mal langsam aktualisiert wird. Wir hängen ja noch auf der 1.5.2 und mittlerweile gibt es ja irgendwie die 1.7 oder sowas. Aber wir hängen ja noch immer hier rum. Gut. Oh, warte mal, hier habe ich noch ein paar. Na gut, da können wir mal sagen, dass wir ein paar machen davon. Ja, brauchen wir, tun wir so. Ey, das ist ja kein Problem. Achso, ich habe keinen Redstone mehr drin, ja. Macht ja auch nicht den Kohlefett. Kein Redstone. Whetstone, Whetstone, Whetstone. Wo ist es denn? Da. Oh, da habe ich aber nicht mehr so viel. Ja, dafür mache ich auch Jujumeter. Dafür brauche ich auch noch das Rezept für die ganzen Solarpanels. Das kommt dann alles dazu. Da brauche ich nämlich noch mehr Strom. Da will ich nämlich gerade mal schauen, wie viel haben wir denn da noch? Beziehungsweise ich muss auch mal schauen, wie viel Lava noch hier drin ist. Joa, da ist noch genug. Da kann unser Labpack mal eben noch hier rein. Und wenn ich nicht so dumm wäre, hätte ich den ja auch schon längst anschließen können. Aber ich finde das so ein Problem, dann ist schnell die Lava weg. So, danke, das reicht. Da wollte ich noch irgendwie ein Chargepad irgendwo hier vorne hinsetzen, wo ich mich aufladen kann. Muss ja auch noch kommen. Gut, das läuft. Jetzt wollte ich einen Ofen brauchen. Sprich, ich muss auf die Seite eigentlich, wo den Pulverizer finde oder sowas. 103. Ach, das mal her, weil jetzt die Seiten allgemein sind. Oh, was ist denn da? Also dieses flüssige Glas und sowas. Genau. Das war ja auch noch das Problem. Nee, Assembler. Was hat der denn nochmal gemacht? Das weiß ich genau. Das muss ich nochmal checken, was der macht. Nein, da mag man Kuße, brauchen wir noch welche. Da brauchen wir von diesen Dingern welche. Das ist nur Gold, ne? Genau. Der braucht der bestimmt der Power Furnace ist auch noch einen, genau. Da brauchen wir jeweils zwei davon. Gold. Gold, 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 Gold. Und dann Redstone. Danke. Jetzt. Jetzt war das Rezept. Wie war das denn? Ich glaube, in den Ecken oder? Ne, warte mal. Ich glaube, in den Ecken kam das Eisen. Ich glaube, das war mal als Kreuz definiert. Genau. Zwei davon. Was brauche ich jetzt, was hier wichtig ist? Ziegelsteine und Kupfer. Habe ich noch Ziegel? Genau. Ah, da habe ich nicht mehr so viele von. Und was war hier wichtig? Beim Akkus ein Eimer und zwei Netherziegel. Die habe ich, das weiß ich. Beziehungsweise da 1, 2. Aber ich habe keine Ziegel mehr in allgemein. Uiuiuiui. Das ist natürlich nicht gut. Habe ich denn noch Lehm irgendwo rumfliegen? Lehm, 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 Mulch, da Lehm. Ja, da könnte man wieder so ein Stack durchjagen, ne? 1, 2. Da brauche ich auch eigentlich nur definitiv einen. Und ja gut, wenn ich ein paar Kuckereien aufbauen will, brauche ich natürlich auch noch mehr davon. Machen wir mal so. Und dann machen wir mal hier so. Dann soll das mal eben laufen. Einer gibt mir jetzt bestimmt schon mal ein Ziegel. Das wäre super. Dann könnte man nämlich weiterarbeiten. Dankeschön. Da läuft es soweit. Da brauche ich mir auch keine Sorgen machen, dass es mit den Bienen irgendwie durcheinander läuft. Die laufen jetzt alle konstant auf eine gewisse Drohne hinaus. Da habe ich jetzt keinen Einfluss mehr. Beziehungsweise den Einfluss hätte ich noch, aber den will ich darauf nicht einbewirken. So, zweimal davon. Dann die beiden so. Dit so, dit so. Das war, glaube ich, ein Redstone oben drauf. Und irgendwie Kupfer, ne? Da schauen wir, glaube ich, mal unter C. Da ist Copper. Dankeschön. Und jetzt noch die beiden Netherziegel. Da haben wir noch ein. Ah ne, da kommt noch ein Eimer drauf. Den habe ich auch noch hier. Dankeschön, Dankeschön und Dankeschön. So, machen wir Crucible und noch ein Power Furnace.
Der macht mal Crucible, der andere kommt hier hin. Und der Power Furnace kommt hier hin. Dann kann man nämlich sagen, alles Orangen, ne? Kommt da rein. Dann kann er nämlich hinten sagen, warte, hier kommt Blau. So, und das dann so durch. Und hier der Magma Crucible, der braucht eigentlich nur da raus und hier vielleicht rein. Nach hinten braucht er nicht, der braucht nur rechts runter. Dann passt das oben blau, 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 blau. Genau. Hier braucht er nichts rein haben. Und hier, ja, mache ich das denn hier auch noch rein? Kann man zur Not auch noch machen. Joa, das passt so. Dann muss man das nämlich hier sortieren und das dann da reinschmeißen. Dann kann das nämlich laufen. Dann hat er bestimmt schon mal ein paar fertig, oder? Hast du schon ein paar fertig? Ah, ich habe noch keine reingeschmissen. Habe ich den reingeschmissen? Ach, da, Kea. Da kommen die noch rein. Machen wir noch mal ein paar fertig. Ich brauche da welche noch von. Für später irgendwann mal. Hauptsache, ich habe sie schon mal. Nee, stimmt gar nicht für später. Die können ja hier hin. Ich erinnere mich, die können ja schon mal hier in diese... Irgendwo hin. Hier könnte der eigentlich hin hier neben. Dann würde der nämlich auslaufen. Sprich, der würde jetzt mit Wasser noch gefüllt werden. Die füllt sich auch von oben. Das heißt, hier könnte Wasser rein. Den setzen wir mal dahin. Das heißt, bis hierhin kommt es noch. Dann brauche ich meinen. Genau. Dann läuft das so. Und dann kommt hier einfach nur noch eine Kiste hin, wo das reinpumpt. Einfach nur eine Enderkiste können wir dafür benutzen. Einfach eine spezielle dafür, die wir irgendwie da bei der Baumfarm irgendwo hinsetzen oder hier bei hier vorne hin, dass wir direkt da reinschmeißen und er kann direkt produzieren. Ja. Ja, das läuft noch gut. Hier so. Die werden ja irgendwann sowieso weglaufen. Das ist ja kein Problem. Oder man. Ja, eine Goldkiste kann man schlecht hinsetzen. Dann brauche ich noch eine Eisenpipe, eine Waterproof Eisenpipe. Und irgendwie allgemein noch ein paar Pipes. Da warte mal, einen davon, das steht fest. Dann brauchen wir einen Eisenpipe noch. Und ein paar Stein- oder Pflastersteine. Die brauchen wir dafür. Dann brauchen wir noch so einen Fermenter. So ein Gärbottich ist das. Ich weiß jetzt nicht, wo der sitzt. Der müsste aber irgendwo weiter vorne. Ne, nicht weiter vorne, sondern vielleicht auch sogar weiter hinten. Ich weiß jetzt nie ganz genau, wo die jetzt mittlerweile sitzen, alles. Das schauen wir mal ganz schnell durch. Na komm schon. Muss ich mal vielleicht so im Kopf merken, wo die Seiten sind. Na, wo sind sie denn? Oder waren die doch weiter vorne? Und ich habe es jetzt nicht drauf geachtet. Ach, die müssen doch irgendwo weiter vorne sitzen. Ja. Hä, bin ich jetzt blind oder blöd? Ich glaube, ich bin eher blöd, um das zu finden, beziehungsweise genau hinzugucken, wo es sitzt. Ach, da oben, Gärbottich, da braucht man ein robustes Gehäuse, habe ich glaube nicht mehr. Habe ich hier noch einen sitzen? Nein, habe ich keins mehr. Schade. Oh, doch da. Ein robustes Gehäuse habe ich noch gerade gesehen. Dann bräuchte ich Bronzezahnräder. Sind die mit Stein gemacht? Die laufen über Steinzahnräder. Ah, da könnte ich noch was Rezeptmäßiges machen. Dann gib mal her. Dann gib mal her, wo bist du denn? Stein, 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 da. Da können wir doch noch ein paar Rezepte mitmachen. Stickies kodieren. Dann gib mir mal so ein Zahnrädchen her. Mit einem Zahnrad leeren. Und das. Können wir zumindest Steinzahnräder machen. Das ist doch eine geile Idee. Die tun wir dann. Joa. Können wir hier hin tun. Nein. Das muss ich da rein tun. Das andere wäre eine schlechte Idee, dass das funktionieren würde. So. Dann brauchen wir 4 Stück davon. Da können wir hier sagen, schau mal, machen wir hier 4 Stück und los. Wir könnten das auch in Massen produzieren, sagen wir das mal so. Das brauche ich aber nicht. Dass wir das in Massen produzieren. Das haben wir ja dann sozusagen alles hier. So, habe ich denn jetzt Bronze noch? Bronze habe ich noch. Nicht mehr viel, aber immerhin noch was. Dankeschön. Und dann in den Ecken. Ne, keine Panels, sondern Glas.
Kommt hier hin. Und das robuste Gehäuschen, da ist es. Habe ich leider keins mehr von, schade. Können wir auch noch welche von machen. Das brauche ich. Habe ich noch ein pulsierendes Gatter? Ich glaube eher weniger. Dann müssen wir mal schauen, dass unten auch welche wieder gemacht werden. Ja, ist die Folge schon wieder zu Ende? Ich glaube es nicht. Boah, ja, da ein paar gemacht. Ja, mach mal die noch fertig. Dann stellen wir es zumindest schon mal so halbwegs auf. Ah ne, kann ich auch noch nicht. Ich muss noch. Ich brauche zwei pulsierende Gatter, fällt mir gerade auf. Ich brauche zwei. Der Grund ist, ich will ja auch diese Dinger dann da reinpumpen. Ah, da brauche ich wieder. Oh, da brauche ich noch ein paar von den Pipes. Da habe ich glaube noch welche da hinten liegen. Schauen wir mal eben. Da noch welche sind oder so. Ich glaube in der Kiste. Ja. Hölzerne Pipe und ein paar steinerne Pipes davon. Danke. Den Rest lassen wir erstmal noch drin. Da sind irgendwie Kisten, da ist noch ein bisschen Material drin. Ein paar Bienen, Gerödel. Das muss ja auch irgendwann raus. Jetzt brauche ich noch vier davon. Eins, zwei, drei, vier. Obsidian habe ich da hinten, soweit ich weiß. Und dann brauche ich, weiß ich nicht, nämlich grün oder so. Ah ne, brauche ich mehr. Da brauche ich ja. Jetzt mal Ender eingeben. Ender. Und zwar hier, da brauchen wir ja vier Stück. Und Enderpearls brauchen wir dafür. Also brauchen wir nochmal vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Ja, da müsste ich auch eine Ender-Augenproduktion machen, die über Yu-Yu-Meta läuft. Wäre eine ganz clevere Idee. Jetzt brauche ich eine Kiste. Da habe ich bestimmt mal irgendwo eine hier mit drum rumfliegen. Ja, da habe ich noch ein paar Kisten. Nicht mehr so viele, aber immerhin welche. Falsche Abteilung, da habe ich das mal eben kurz abgebrochen. Ich wollte die Folge noch beenden. Dann brauche ich Eisen. Oder habe ich Endaugen hier drinne? Oh doch. Das ist Jod. Dann nehmen wir hier diese hellgrüne Wolle. Passt schon. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kiste in der Mitte und links, rechts Obsidian. Weil da habe ich auf die Aufnahmetaste gerückt, statt auf Ente. Wo ich eigentlich drauf drücken wollte. So. Jetzt nicht nochmal drauf drücken, sonst kann ich die Folge gleich wirklich beenden. Dann sieht es dann ziemlich ein bisschen blöd aus mit dem Schneiden. Beziehungsweise schneidet er sowieso seltener. Zack. Habe ich jetzt genug von dem Wasserrohr mitgenommen? Jo. Geilomatico, denn da brauche ich ja noch welche von. Dann muss das, dann muss das. Dann kann das nämlich alles hier beruhigt laufen. Hier kommt jetzt die Eisenpipe rein. Zack. Bitte in die Richtung mit einer Holzpipe. Die kommt dann da dran. Jetzt muss ich hier noch Wasser bekommen von der Seite und hier irgendwie noch was dahin. Wie bekommen wir denn Wasser? Wasser ist auch. Oh. Eieiei, das ist ein bisschen blöd. Das Wasser auch über das läuft. Ja, entweder mache ich jetzt einmal hier drumherum. Sprich, da brauche ich paar Kabel mehr. So. Dann brauche ich noch ein Kabel irgendwo her. Das haben wir aber oben. Damit die Folge jetzt doch noch ein bisschen länger. Ein Kabel haben wir noch hier irgendwo rumfliegen, genau. Dann brauche ich das nämlich, dann kann das nämlich direkt da reingeschmissen werden. Und zack. Und dann kommt hier Wasser von der Seite. Dann füllt sich Wasser hier rein, das ist super. Wasser kümmert. Wann kommt Wasser? Weiß ich noch nicht. Irgendwann ist Wasser auch da. Entweder verknüpft man das auch noch mit Mulch. Wie hier. Das könnte man dann von hinten machen, ne? Nein, können wir auch nicht. Ich habe nicht mehr so viel Platz. Hier wollte ich ja das reinpumpen. Ah, dann lassen wir das. So, so. Dann kommt hier irgendwie eine Steinpipe hin. Da. Das dahin. Und das dahin. Fertig. Ist doch Schwachsinn, wenn wir die noch einen höher sitzen, oder? Wir sitzen jetzt. Nein. Hierhin, dahin. Und wir können die dann ja nicht mehr öffnen. Das wäre ja dann.
Das Problem, wir könnten sie nicht mehr öffnen. Wir könnten sie jetzt höchstens nochmal dahin. Wir setzen jetzt dahin. Wisst ihr was? Oh. Och Mann. Jetzt, ach, jetzt ist egal. Ich muss sowieso nach dem posierenden Gatter gucken. Da habe ich keine Geduld gerade für. Denn ich gucke mal auf mit einem Auge auf der Uhr, dass das wieder läuft. Ach, hier habe ich nicht genug Strom. Deswegen tuckert der nur so. Mach mal voll hier. Gut, dann lasse ich die beiden Gatter mal eben laufen. Da ist es da, aber das hat sie nicht aktualisiert. Block aktualisieren, irgendwie. Ja, irgendwie ist es nicht mehr da, keine Ahnung. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash-Shooter-P und nicht vergessen, alles hier bekommt ihr kostenlos. Und wenn ihr Fragen habt, einfach nur Fragen. Kommentare sind für euch offen. Bis dahin, tschüssen.